Dank an die Trachtmusikkapelle Böndorf, vielen Dank an den Kapellmeister Matthias Schweighofer. Habt ihr noch eine Zugabe vorbereitet oder irgendwas? Wollt ihr irgendwas noch mal probieren? Zeit haben wir noch ein bisschen. Da weiß ich die drei Herren noch beraten, darf ich euch kurz vorstellen, wer euch da heute bewertet. In der Mitte sitzt der Vorsitzende, Konsulent Gottfried Reisecker, ist Ehrenbezirkskapellmeister des Bezirkes Ried. Von uns aus gesehen, auf der rechts neben ihm sitzt Magister Gerhard Fuhrmann, Bundesjugendreferent Stellvertreter, und auf der linken Seite Roland Kastner, Kapellmeister beim Musikverein Steiner Kirchen und Musikverein Wendling. Die drei Herren leisten heute den ganzen Tag schon sehr Außergewöhnliches, sind sie immer sehr einig, und ich war auch schon beim Feedback-Gespräch dabei und muss ein Kompliment geben, das ist sehr offen, sehr ehrlich, also vielen Dank an das, was ihr drei heute oben macht. Ja, und kann ich mal lang dauern, bis das wirklich losgeht? In den nächsten Sekunden ist es soweit. Es geht los mit der offenen Bewertung. Und wir fangen an mit dem ersten Kriterium: Stimmung und Intonation. 9,5, 9,5 und 9. Ton- und Klangqualität. 3 mal 9,5. Phrasierung und Artikulation. 9,5, 9,5, 9. Spieltechnische Ausführung. 3 mal 9,5. Rhythmik und Zusammenspiel 9, 9, 9,5. Dynamische Differenzierung 9, 9, 8,5. Tempo und Agogik 10, 10, 9,5. Sind nicht so schlecht, hätte ich gesagt. Klangausgleich und Registerbalance 9, 9,5, 9. Interpretation und Stilempfinden 10, 9,5, 9,5. Und zum Schluss der künstlerische Gesamteindruck 3 mal 9,5. So, ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, teilgenommen geht es auf jeden Fall aus. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, da die rechnen eifrig, das sind die auf der ganz linken Seite, unser Bezirks-EDV-Referat und Medienreferat. Ich habe den ganzen Nachmittag gesagt, ich erzähle ein paar Witz, wenn es fest ist, weil vorher darf ich es nicht erzählen. Jetzt traue ich mich nicht. Es gibt noch was Organisatorisches für euch, wenn ihr dann, wir werden dann davor die Verleihung machen, dann machen wir ein schönes Foto, und damit man euch auch alle sieht, steht dann bitte auf zum Foto machen. Dann gehen wir wieder, oder geht ihr wieder in den Ausprogramm oder Einprogramm, da packt ihr eure Instrumente ein, und dann ist gleich gegenüber der Gastrobereich, der gehört dann für eine Stunde euch. Da könnt ihr dann ausgelassen feiern. Holt euch ein bisschen zurück, es kommt dann nur kaputt, ich brauche dann noch was zu bringen. Ja, aus dem Druck ist was ausgegangen. Das kann man wirklich immer noch gar nicht.
Das ist schon spannend, gell? Es freut mich, dass ihr euch so gefreut geworden, dass ihr jetzt auch wieder kommt. Das freut mich wirklich außerordentlich. Ja. Dann werden wir dann beibehalten, oder? Nächstes Jahr, bitte gleich vorher, am 5. November. Ein Tag früher, ja. Habt ihr nicht einmal ganz viel Zeit zu vorbereiten. Wir haben das auch aufgenommen heute, das könnt ihr euch dann im Bus anrufen beim Heimfahren. Ja, ich rede mit dir bitte. Das ist 8.45 Uhr. Danke, Hans. Ja, alles habe ich. Das war eigentlich ein großer Schwung. Wir sind schon ganz modern, wir haben so ein USB-Stick. Ja. Wahrscheinlich hat ein Bus auch schon zu dem mehr. Doch, das macht man eben schon so. So, und was kann ich sagen, wenn der Gottfried bei der Diener kommt, dann kann es wirklich nicht mehr lang dauern. So, ich weiß schon. Euch interessiert es wahrscheinlich auch, gell? Ich darf gratulieren der Trachten Musikkapelle Böndorf in der Leistungsstufe C mit Kapellmeister Matthias Schweighofer zu 93,9 Punkten und einer Goldmedaille. Gratuliere sehr. Ja.